Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Da bist Hallo. Du! Da ist der Dirk mit wahnsinnig glitzernden Schuhen. Die muss ich auch mal kurz zeigen. Das nehmen wir nicht auf. Meine kleine Einführung in Instagram, bitte. Läuft das Ding da jetzt schon? Lieber Dirk, du bist heute bei uns. Ich freue mich total. Ja, ich mir auch. Wie gefällt dir das eigentlich bei uns? Das ist toll bei euch. Also ich finde das toll, dieses wunderschöne alte Haus. Ja. Dieses wunderschöne Treppenhaus. Und dann ist das ja früher eine tolle Wohnung gewesen. Ja. Und jetzt so modern, mit diesem modernen Equipment, mit der Beleuchtung. Und so diese Symbiose. Cool, dessen, oder? Finde ich wirklich schön. Ich liebe ja Tradition und Moderne. Erstens mal, du redest wie ein Wasserfall. Finde ich gut. Ja? Ja. Also es kommt viel raus bei dir. Ja, und schnell. Aber du hast dir auch viel zu erzählen. Bitte, dein Leben ist ja ein Wahnsinn. Du bist seit 40 Jahren eigentlich im Tanzbereich unterwegs. Ja. Ja? Du bist bei vielen Fernsehsendungen, du kennst die ganze Welt. Wie, hast du auch mal eine, gibt es einen privaten Dirk auch oder gibt es das nicht? Es gab mal einen privaten Dirk. Und dann habe ich eigentlich entschieden für mich, ich bin mal, also privat mit Freunden, ja, mich treffen oder auch mal essen gehen oder was auch immer, ja. Aber so eine richtig private Sache möchte ich nicht mehr haben. Hatte ich alles in meinem Leben, ja. Und ich will jetzt mal ein bisschen meine Ruhe haben, ne. Also ich war immer schon ehrgeizig, ja. Ich bin nie über Leichen gegangen, also das mache ich nicht, dass ich etwas mache, dass ich so einen Plan habe und eiskalt da durchgehe. Aber ich war auch als Trainer, musst du ehrgeizig sein, sonst hättest du keine Weltmeister, wenn du da so auf irgendeinem Tanzformat, dann da musst du dich schon anstrengen, auch Psychologe, du musst bist der Psychologe der Paare, du bist der Stylist der Paare, du bist der tänzerische Ausbilder der Paare. Ja, wir passen noch gut zusammen. Ja, total, ja. Also ich finde mit meinem Outfit auch, ich wollte ihm übrigens dieses Outfit anbieten für die nächste Dancing Stars Show. Also wenn du möchtest, gebe ich dir das mit und du zwängst dich da hinein. Das könntest du das doch anziehen. Das ist leider kein Abendoutfit. Das könnte ich nur für eine Talkshow oder sowas anziehen, weißt du? Würdest du so einen Overall anziehen? Ja, na klar. Der Pullover ist aus dem Internet für 12,50 Euro. Okay. Die Hose ist für etwas mehr als 10 Euro, auch aus dem Internet. Echt? Die fand ich ganz lustig mit dem Schlag irgendwie. Ja, cool. Und naja, der Schmuck ist natürlich schon teuer, was da dran Schmuck ist. Schmuck hast du immer, gell? Ich habe immer eng. Ich liebe Hermes. Zum Beispiel auch, wenn man das sagen darf, mal mein Favorite. Du bist ja groß, du bist ja fast so groß, oder wie groß bist du? Ich bin 1,83, immer noch. Okay. Es steht zwar im Internet oder in der Wikipedia, steht 1,90, stimmt nicht. Also 1,83, so groß 1, wie ich, wir 83. machen nachher einen Test. Ja, und ich bin immer noch 1,83. Normalerweise wird man ja kleiner, ne? Ja, ja. Besonders Männer. Ich habe ja einen Freund von mir, der ist Ausstatter für Film und auch Fernsehen und Werbung und so weiter. Und der hat, es gibt ja richtige Korsetts auch für Männer, ne? Wo man dann also wirklich das... Rein, ja. Aber nee, also das ist mir zu viel. Also ich vermeide es. Ich hatte mal so eine fette Phase, wo ich mal ein bisschen viel gegessen habe. Wirklich? Ja. Und da habe ich mir dann das... angezogen. Ja, drunter gezogen. Und jetzt aber nicht mehr. Und ich habe ja auch durch die Krankheit sehr viel abgenommen. Ah ja, okay. Ja? Also musst du das jetzt und nicht. Und bin jetzt und ja, sehr auf Protein, sehr viel, sehr wenig Kohlenhydrate. Wobei ich natürlich auch gerne Brot nicht so, also ich bin nicht so Brotfan, aber ich liebe Kartoffeln in jeder Form und Art. Wirklich? Und so, ja, ich liebe Kartoffeln. Und die sind ja, das kochst du selber eigentlich? Nein. Bist du ein Hausmann? Ich kann mir ein Rührei machen, ich kann mir auch ein Rührei kochen, wenn du möchtest. Aber dabei bleibt Wasser. Das war's dann? Ja, also ich kann so alles aus dem Kühlschrank zusammenmixen, was ich da habe, mit Zwiebeln, ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Zeug. Und das zusammen als Eintopf. Ich bin so ein Pump-Esser. Also ich liebe so alles, was so Eintöpfe sind. Ah ja. Weißt du, so dicke so Eintöpfe. So deftig, oder, ja? Ja, Kartoffelpüree. Ja, oder hier. Also wenn du mal eingeladen wirst. In Wien Blunzenkröste. Nein, sowas isst du. Lieb ich. Ich bin so ein Straßenkind. Ich war früher auch mal gerne zu Hause irgendwie. Und jetzt habe ich so gar keine Lust, zu Hause zu sein. Ich gucke mir mein Frühstücksfernsehen an und dann gehe ich auf die Straße und sitze dann da in Restaurants und süß, im Sommer, ne? Ja, ja. Und saß da also in der prallen Sonne und sah aus wie aus dem Urlaub, ja. Jetzt in dieser Corona-freien Zeit. Das machst du dann gerne?
Und das mache ich gerne. Und ich, also ich gehe jetzt, und jetzt gehe ich ins Solarium, weil ja keine Sonne mehr ist, oder nicht mehr so viel. Und weil ich dann immer ein bisschen braun. Und ich habe natürlich immer so ein bisschen, meine Haare werden natürlich, da wird ein bisschen was gemacht. Und dann werden auch meine Wimpern ein bisschen gemacht. Ja, das schon. Dass die, aber nicht getuscht, sondern die werden gefärbt. Ja, ja. Ich werde fast 60. Ja. Also ich werde nicht fast 60. Du wirst nächstes Jahr 60. Ja. Ich bin fast 60. Ja. Ich meine, dafür sieht es ja wohl ganz gut aus. Hast du, ich pflege mich nur damit. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich ein bisschen geizig bin bei dem. Ich habe also keine Lust, so viel Geld auszugeben für so eine Top-Creme. Ehrlich? Da gucke ich mir lieber eine schöne Jacke oder ein schönes Hemd oder ein schönes Shirt oder was für 150 Euro anstatt so ein Top-Pot-Creme, wenn du den für 2,95 Euro haben kannst im Drogeriemarkt. Wirklich? Dirk, ich glaube, wir haben alles, Ramon, oder? Was sagst du? Urlustig. Ich könnte mit dir, wir haben nicht so viel Zeit, das auszustrahlen. Wir müssen eine eigene Sendung machen. Du brauchst eine Sendung in Österreich. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.